Ab nächsten Jahr kann man Balkonkraftwerke bis 800 Watt anschließen. Aktuell sind es nur 600 Watt und da steht sowas. Das heißt, heute installieren wir zusammen ein Balkonkraftwerk mit allerdings 4 Solarpaneln. Und wie das funktioniert, jedes hat ungefähr 420 Watt, also deutlich mehr als eigentlich erlaubt ist. Das erfahrt ihr heute in diesem Video und ob sich das rechnet, das werden wir am Ende sehen. Ich werde euch hier die Kosten, alles aufschlüsseln, was gemacht worden ist. Und wenn euch das interessiert, dann jetzt dranbleiben. Und jetzt geht's los, wir installieren das Balkonkraftwerk. Verbauen tun wir heute das System von EcoFlow und zwar ist hier der Powerstream, der quasi der Solarregler ist, womit man dann auch nachher den Strom ins Haus einspeisen kann. Und darunter ist eine Powerstation, eine Delta 2 Max Pro, die 2 Kilowattstunden hat, also ein Akku, aber gleichzeitig auch ein Solarregler. Das heißt, man kann sowohl an der Powerstream zwei Solarpanels anschließen, als auch am Akku. Aber maximale Einspeiseleistung ist dann 800 Watt ab nächstem Jahr, beziehungsweise jetzt aktuell 600 Watt. Und das ist das, was wir heute installieren und deswegen auch die 4 Panels. Und ursprünglich hatten wir überlegt, wir bauen das Ganze hier auf die Garage, aufs Carport. Aber das Haus nebenan, das wirft leider Schatten. Und deswegen wird das Ganze jetzt doch tatsächlich aufs Dach montiert. Und das machen wir jetzt heute. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Wir haben jetzt alles schon auf die Garage gepackt. Und jetzt geht's hoch aufs Dach und wir installieren die Solaranlage. So, ich habe jetzt mal so eine Stelle hier abgedeckt. Und zwar dieser Halter hier, der wird quasi so an die Dachzargen festgeschraubt. Und dann muss man ein Stück der Ziegel ausklinken, damit das dann schön drauf liegt. Und daran werden dann hier unten die Railings befestigt, wo dann nachher quasi Solarpanels dran befestigt werden können. Also ein bisschen Aufwand, aber Dachziegel hochnehmen ist relativ einfach. Werden einfach zur Seite geschoben, kann man die so wegnehmen. Das heißt, an der Stelle kommen die ersten Halter für die Alu-Befestigung. So, hier kann man nochmal sehen, warum die Ziegel ausgeklinkt werden müssen. Und zwar, wenn man den Halter hinlegt, dann ist der Abstand zu groß. Und deswegen ausklinken. Und hier kann man dann sehen, dass der Halter sauber zur Dachziegel passt. Und das gleiche dann auch auf der oberen Ziegel, damit man die oben schön drauflegen kann. Jetzt kann man 8 Stück zerdeppern. So, der Halter, der kommt jetzt hier drauf. Und um genau zu gucken, wo das hin muss, ist es wichtig, dass die Dachziegel quasi schon fertig vorbereitet ist. Kann man genau sehen, hier muss der Halter verschraubt werden für die Solarreihe. Das ist falsch, da muss ein tiefer. Mann! Diese Dachziegel schon vorbereitet, hier ist der Ausschnitt und dieser Halter, der muss jetzt quasi hier so angebracht werden, auf der Höhe. Und damit das Holz nicht spaltet, bohre ich das einmal vor. Und dann kann das festgeschraubt werden und das muss man 10-mal machen und dann können wir die Rails festmachen.
zweiter Tag. Wir haben die Kabel schon mal aufs Dach gelegt und jetzt kommen die Solarpanels dazu. Und heute, beziehungsweise ab heute Abend, wollen wir Strom produzieren. Also jetzt die Panels draufpacken und dann unten anschließen. Hört sich alles leichter an als getan und schneller als getan. Ursprünglich hatte ich mal gedacht, wir machen das in 2 Stunden aus. In 2 Stunden sind 3 Tage geworden. Aber gut, wir sind fast fertig. Endspurt und jetzt geht's weiter. Da müssen jetzt die Panel drauf und damit man den nicht die ganze Zeit festhalten muss, damit, bis man das festgeschraubt hat, habe ich mir überlegt, dass wir da Bolzen reinmachen und dann können wir es quasi da oben einhaken. Und das bereiten wir jetzt erstmal vor, die Bolzen reinzumachen und dann könnte man die Panel einfach auflegen und dann wird die festgeschraubt. So, und dann werden die Panels hier mit so einem Halter festgemacht. Das steckt man einfach in die Railings rein und dann wird das runtergeschraubt und rechts und links wird dann quasi das Panel damit festgeklemmt. Und das Ganze gibt es natürlich auch als halbe Version für die Endteile, also rechts und links. So, und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Der letzte Kraftakt, dann Stecker drauf stecken und dann geht es drin weiter, weil wir wollen ja heute noch die Sonne nutzen. Das erste Panel liegt, da oben schon mal festgeschraubt, da unten machen wir gleich mit der Leiter und das kann natürlich erst festgeschraubt werden, wenn das nächste Panel auch liegt, aber der Kabeldurchlass, der muss natürlich jetzt erst wieder wasserdicht gemacht werden. Das kommt jetzt als nächstes und dann die letzten 6, 8 Ziegel drauf und dann machen wir das Dach dicht und dann sind wir fast durch. Geschafft. Solarpanels liegen auf dem Dach. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf und dann geht es innen drin an den Anschluss. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber alle 4 Panels erzeugen schon Strom. Wir haben unten nachgemessen, ob auch die Stecker richtig drauf sitzen. Und wir wollen, wie gesagt, heute noch Strom produzieren. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Sonne kommt schon tiefer. Also weiter innen drin. Rechtzeitig vorm Sonnenuntergang läuft das ganze System und zwar produzieren wir noch ein bisschen Strom, aber die Sonne ist schon sehr, sehr tief, dementsprechend ist das nicht mehr so viel. Wir sind mal gespannt, wie das jetzt die nächste Zeit wird. Aktuell haben wir noch 376 Watt und 2 Panel sind direkt hier an dem Akku angeschlossen und 2 Panel sind oben an dem Wechselrichter angeschlossen. Einspeisen kann man jetzt maximal 800 Watt. Das ist das, was der quasi jetzt ins Netz abgibt. Aber wir können halt hier zwischenspeichern und können dann nachts, wenn die Sonne aus ist, noch von hier aus quasi über den Wechselrichter zurück ins Haus Strom liefern. Und wenn wir tagsüber zum Beispiel was produzieren, aber nichts brauchen, können wir es da zwischenspeichern. Also eigentlich tolles System und läuft jetzt. Und ihr könnt euch jetzt schon mal den Kanal abonnieren, weil in einem Jahr werde ich mein Feedback geben, was sich denn getan hat, ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und vor allen Dingen, was wir an Strom verbraucht haben, beziehungsweise was wir an Kosten eingespart haben. Weil jetzt kommt es natürlich zu dem Punkt, was hat der ganze Spaß gekostet und es gibt so einen Rechner im Internet, was man erwarten kann von so einer Solaranlage, je nachdem, wo man ist, je nachdem, wie das Haus aussieht. Das klären wir jetzt noch einmal und dann muss das ganze Kraftwerk erstmal arbeiten.
Dann fangen wir mal an und schauen uns an, was das Ganze gekostet hat. Die EcoFlow Delta Max 2 und der Powerstream 800 Watt haben gekostet 1544 Euro. Dazu die vier Solarpaneele inklusive Lieferung 293 Euro. Dann das Kabel, was für die Verlegung notwendig war, inklusive der Solarstecker, hat gekostet 79,30 Euro. Das Montagematerial für die Panels, also die ganzen Alu-Teile, die Leisten und so, haben gekostet 173,61 Euro. Dann haben wir noch zwei Smart Plugs gekauft, um das Ganze im Haus noch intelligent steuern zu können. Das hat gekostet 50,98 Euro. Und dann brauchten wir noch für den Anschluss zwei Solarladekabel. Die haben gekostet 23,98 Euro. Also hat am Ende das ganze System 2182,72 Euro gekostet. Und ich habe das Ganze mal in den Solarrechner reingehauen. Und das Ganze soll bringen 1,7 Megawattstunden für ein ganzes Jahr. Und das würde bedeuten, dass mit dem aktuellen Stromtarif in 4,5 Jahren circa die Kosten wieder raus haben. Es gibt natürlich auch Förderungen von unterschiedlichen Ländern und Städten. Das würde man dann noch abziehen. Meistens gibt es auch noch irgendwo Rabatte. Das muss man dann alles noch mit in die Rechnung mit einbeziehen. Aber in 4,5 Jahren erzeugen wir hier den eigenen Strom und sparen ab da richtig. Ich zeige euch hier nochmal die App, was man alles einstellen kann. Man sieht auch genau, von wo nach wo der Strom fließt, wie viel man verbraucht. Man kann das alles einstellen. Das führt jetzt aber hier zu weit, weil das auch unterschiedlich ist von System zu System. Aber auf jeden Fall hier ganz cool dargestellt. Und hier hätte das Video eigentlich zu Ende sein sollen. Aber wir haben das System jetzt seit 2 Wochen im Laufen und haben ja 2 von diesen Smart Plugs, die an große Verbraucher angeklemmt worden sind. Und irgendwie haben wir gemerkt, 2 reichen nicht, also haben noch 2 hinterher bestellt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr mit dem System noch mal tiefer beschäftigt und habe gemerkt, das ist es eigentlich auch nicht, weil was ein großes Problem ist, dass man nicht einschätzen kann, was denn jetzt wirklich das Haus verbraucht und das vernünftig einzustellen. Das heißt, man hat abends, gerade wenn die Sonne halt nicht da ist, wenn Sonne da ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Der Akku wird geladen und man pumpt einfach alles, was überschüssig ist, ins Haus. Das sollte immer passen, aber gerade abends möchte man ja eigentlich nur das verbrauchen, was man auch wirklich zur Verfügung hat. Ne? Also das, was im Akku ist. Und mit dem Akku möchte man so lange wie möglich durchkommen. Und da geht es ja dann tatsächlich genau darum, wie viel verbraucht man. Und das weiß man halt nicht. Ne? Und nur über diese 4 Smart Plugs. Und das sind dann die Dinger, die an den großen Verbrauchern sind. Die vielleicht aber gar nicht laufen in der Zeit. Ne? Wir haben zum Beispiel einen an der Waschmaschine gehabt. Und ja, also habe ich noch 2 hinterher bestellt und habe dann auch gemerkt, auch das macht keinen Sinn. Also haben wir die 2 unbenutzt wieder zurückgeschickt und haben jetzt Folgendes gemacht. Und zwar, also haben wir einen Shelly besorgt, einen EM3, der ist jetzt schon installiert. Das Wichtige ist, ja, am Sicherungskasten selber dürft ihr nichts machen, das muss ein Elektriker machen. Das hat das hier auch. Aber was cool ist, der nimmt halt den Strom berührungslos über solche Schlaufen ab. Und dementsprechend ist die Installation auch in 10 Minuten gemacht. Ne? Das heißt, Elektriker anrufen, nach 10 Minuten ist er wieder vom Hof. Und mit dem Smart Meter, den man auch in der EcoFlow hinzufügen kann, das zeige ich euch hier in der App, kann man den tatsächlichen Verbrauch des Hauses messen. Und die Version, die jetzt gerade von der EcoFlow App da ist, die bindet den auch schon komplett ein. Und man kann also tatsächlich mit diesem Smart Meter jetzt den Verbrauch vom Haus messen und auch gleichzeitig aus dem Akku dann den Verbrauch vom Haus komplett speisen. Und das heißt, man verbraucht jetzt genau so viel, beziehungsweise der Akku stellt genauso viel zur Verfügung, wie man halt auch tatsächlich braucht. Und genau das ist das, was ich eigentlich auch möchte. Ne? Das heißt, der Akku wird jetzt maximal ausgenutzt, bis er dann halt komplett leer ist, also bei uns 30%. Und das ist ein wirkliches Update und genau so muss man es eigentlich auch machen. Eine Sache habe ich noch, der Powerstream, der wird ganz schön warm. Wir haben ihn jetzt erstmal auf Klötze gestellt, aber irgendwie muss er wirklich an die Wand, auch mit Abstandshaltern, weil ansonsten regelt er nämlich die Leistung runter. 2 Smart Plugs haben wir behalten, die kann man jetzt noch einfach für Schaltfunktionen benutzen, aber man kann nur 1, entweder den Smart Meter benutzen oder die Smart Plugs, das heißt beides gleichzeitig ist nicht möglich. Dementsprechend ist es jetzt einfach nur, weil die schon da waren und die nicht mehr zurückgeschickt werden konnten, lassen wir die halt drin. So, und jetzt aber nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und in einem Jahr werde ich einmal ein Resümee ziehen, was es denn gekostet hat, was es wirklich gebracht hat und wie viel wir gespart haben. Also schon mal jetzt abonnieren. In einem Jahr kommt das Feedback-Video dazu und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Das war's von mir für heute und ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag und jetzt abschalten.